Hallo zusammen, wir sind Sonja und Ariane und wollen euch im Folgenden das mehrfach ausgezeichnete und beispielhafte Quartier Tiergarten in Pforzheim vorstellen. Und im Anschluss daran vergleichen wir den Tiergarten mit dem uns bekannten Neubaugebiet Biegen-Durlacher Weg in Linkenheim-Hochstetten. Pforzheim ist eine Großstadt im Nordwesten Baden-Württembergs und am Nordrand des Schwarzwalds gelegen. Das Quartier Tiergarten liegt südlich des Stadtteilgebiets Buckenberg und grenzt im Osten, Süden und Westen an ausgedehnte Waldgebiete an. Die fußläufig erreichbare Innenstadt und die gute Anbindung an Infrastrukturen machen das Quartier besonders attraktiv. Wohnen wie in einem Park, offene, luftige Strukturen, die immer wieder Durchblicke in den angrenzenden Wald möglich machen, Architektur, die bei maximaler Individualität qualitätsvoll ist und miteinander harmonisiert. Das ist die Vision des Tiergartens. Basis der städtebaulichen Idee ist der Entwurf eines Amsterdamer Büros. Dieses sieht die Kombination aus Erhaltung des Baumbestands, organischen Straßensystem sowie einheitlich orientierten Wohngebäuden vor. Im Lageplan lässt sich deutlich das organische Straßensystem erkennen. Ein separates Fußwegenetz führt durch das parkartige Gelände mit bewegter Topografie. Die Standorte der Gebäude sowie die Straßen richten sich nach der Terrassenstruktur und dem Baumbestand. Wer im Tiergarten bauen möchte, muss wenige, aber effektive und verträgliche Gestaltungsregeln anhalten, welche im sogenannten Gestaltungshandbuch ausformuliert sind. Es sollte ein neues Quartier entstehen, das durchmischt ist und sich mit der Stadt entwickelt. Und um das umzusetzen und eine einheitliche Gestaltung der Bauten und Außenanlagen zu ermöglichen, wurde, wie Ariane gerade eben schon erwähnt hat, ein Gestaltungshandbuch entwickelt. Für die Entwurfsbearbeitung wurden die wichtigsten Punkte für ein gelungenes Quartier herausgearbeitet und diese haben sich zum Beispiel auf die Bepflanzung, die Parkmöglichkeiten und Abstandsregelungen zu anderen Bebauungen gerichtet. Die erarbeiteten Regelungen des Gestaltungshandbuchs sind zusammen mit dem Bebauungsplan Grundlage für das Gebiet gewesen. Im Folgenden sieht man einige Impressionen des Quartiers bzw. zu den Bebauungen. Also oben links erkennt man die alte Schmiede, die als Eventlocation für Veranstaltungen umgenutzt wurde. Darunter sieht man große Geschosswohnungsbauten und auf der rechten Seite sind Reihenhäuser dargestellt. Hier oben links erkennt man das integrierte Fußgängernetz, welches sich durch das gesamte Quartier zieht. Die Bilder unten links und oben rechts zeigen Einfamilienhäuser und das Gebäude rechts unten wird als Bürogebäude genutzt. Auf dem Luftbild sieht man, wie das Gebiet realisiert aussieht. Also im Norden sind die ganzen Einkaufsmöglichkeiten und Bürogebäude am Rand des Gebiets untergebracht, sowie das Wohnen mit Service und eine Kita. Im Westen befinden sich ein Erweiterungsgebiet und die alten Bestandsgebäude, also der Pferdestall und die alte Schmiede, wurden auch noch in das Quartier mit einintegriert. Nachdem wir jetzt das Quartier Tiergarten vorgestellt haben, wollen wir mit dem Vergleich zum Neubaugebiet Biegen-Durlacher Weg in Linkenheim-Hochstetten starten. Der Tiergarten hat eine gesamte Fläche von 20 Hektar an Wald aktuell im Westen um 3 Hektar erweitert und hat dabei eine vergleichbare Größe mit Linkenheim, welches nach Fertigstellung beider Bauabschnitte eine Größe von 23 Hektar hat. Ebenfalls die Art der baulichen Nutzung ist in beiden Quartieren vergleichbar. Die Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser stehen in einem allgemeinen Wohngebiet. Den Eingang zum Tiergarten und zum Biegen-Durlacher Weg bilden mit einem Nahversorgungszentrum ein Sondergebiet. Ebenfalls am Eingang befindet sich ein Mischgebiet, welches in Pforzheim das Wohn mit Service und in Linkenheim das Carré am Markt bildet. Aufbauend auf der Art der baulichen Nutzung ist das Maß der baulichen Nutzung. Die GAZ-Werte und der GFZ-Wert des allgemeinen Wohngebiets sind identisch. Lediglich der GFZ-Wert des Misch- und Sondergebiets lassen sich kleinere und größere Unterschiede feststellen. Vergleichen lässt sich ebenfalls die Bebauung beider Gebiete, während in Pforzheim die Möglichkeiten durch das vorgegebene Handbuch strenger sind. Um ein einheitliches Bild zu schaffen, hat der Bauherr in Linkenheim mehr Flexibilität der Verwirklichung seines Traumhauses, was aber auch mit der Gestaltung des Gesamtbilds einhergeht. Insgesamt hat der Tiergarten aktuell ohne Erweiterung 174 Grundstücke, während in Biegen-Durlacher Weg auf eine kleinere Fläche 135 Grundstücke kommen. Auf den Grundstücken verteilen sich in Pforzheim 400 Wohneinheiten und in Linkenheim 269. Diese Werte sowie die Anzahl der Bewohner pro Hektar lassen Rückschlüsse auf die Dichte in den Gebieten führen. Die hier dargestellten Impressionen der Typologien veranschaulichen noch einmal deutlich die vorhin genannten Vergleichswerte. Deutlich erkennbar sind im Tiergarten vor allem die einheitlichen Dachformen. Beide Gebiete verfügen über Einfamilien-, Doppel- sowie Reihenhäuser, aber auch kleinere Geschosswohnungsbauten.
Allerdings sind durch das Wohnen mit Service in Pforzheim auch größere Wohnungsbauten anzutreffen. Schauen wir uns jetzt die Straßen- und Wegeführung im Vergleich an. Fällt auf, dass in beiden Quartieren ausschließlich 30er-Zonen realisiert wurden, wobei in Lingenheim-Hochstetten verteilt auch Spielstraßen vorhanden sind. Im Tierpark wurde besonders auf ein separates Fußgängernetz geachtet, das man in Lingenheim-Hochstetten nur vereinzelt vorfindet. Wie der Name Tiergarten eigentlich schon verrät, wurde in diesem Projekt besonders Wert auf die Grünräume gelegt und ist dadurch ein gelungenes, also ein sehr grünes Quartier, das größtenteils den alten Baumbestand erhalten hat und nah am angrenzenden Wald errichtet wurde. Im Vergleich dazu ist im Quartier Biegen-Durlacher Weg die Umsetzung für die Übergangszone zur Landschaft noch weiter ausbaufähig. Um für die Besucher kommunikative Treffpunkte zu gewährleisten, wurden im Pforzheim die alte Schmiede und der Pferdestall als Locations für Veranstaltungen genutzt und in Lingenheim-Hochstetten wird der Spielplatz als Treffpunkt für Familien genutzt, ebenso soll der Quartiersplatz zum Austausch anregen. Nach dem Vergleich und der wichtigsten Kriterien kann man festhalten, dass beide Quartiere gute wie auch noch ausbaufähige Punkte aufweisen. So ist beispielsweise die Naturverbundenheit beim Tiergarten besonders positiv, sowie das separate Fußgängernetz. Und in Lingenheim-Hochstetten wurde dafür aber an Spielstraßen und eine große Erweiterungsfläche gedacht. Da wir davor schon die Bürgerbefragung zum Neubaugebiet Biegen-Durlacher Weg in Lingenheim-Hochstetten durchgeführt haben, konnten wir mit unserem Hintergrundwissen und in Verbindung zu dem Referenzvergleich folgende Kriterien herausfinden, die beim Bau eines zukünftigen Neubaugebietes besonders zu beachten sind. Ja, das wäre es von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.